kein Wien mehr. Hier ist die Fußball-Ecke. Ich wollte mal gucken, ob du auch mit was runden holen kannst. Wer weiß? Wer liegt bei dir in der Streuobstwiese? Heute haben wir ein ganz schön merkwürdiges Sonnenlicht. Ihr seht das hinter mir, irgendwie ist das so wie eine Dämmerung. Dabei haben wir das mitten am Tag und eigentlich sollte hier die Sonne scheinen. Wir sollten heute 20, 25 Grad haben. Die haben wir komischerweise auch, aber die Sonne scheint trotzdem nicht richtig. Sie kommt nicht richtig durch. Woran liegt das? Und zwar hat der Wirbelsturm oder der Orkan, wie die Leute es auch mal bezeichnen, Ophelia, jede Menge Dreck aus der Luft und Sahara-Staub nach Europa gebracht. Und der setzt sich vor die Sonne. Und deswegen haben wir heute ein diffuses Licht, schon fast so, als wenn man eine Sonnenfinsternis hat. Was dabei heute total interessant ist, obwohl wir über 20 Grad Außentemperatur haben, fliegen die Bienen so gut wie gar nicht. Irgendwie scheinen die das auch überhaupt nicht zu mögen. Da bleiben die lieber drin. Naja, und wir wollen jetzt mal gucken, ob die Hühner uns ein paar Eier gelegt haben oder ob es da auch irgendwie eine Überraschung gibt. Weil jeden Tag um diese Uhrzeit, so am Nachmittag, da drehe ich immer so meine Runde und sammle einmal die Eier ein. Na komm, hopp. Und ich muss ein bisschen auf den Hahn aufpassen. Der ist nämlich manchmal nicht so ganz gut drauf. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Schwarzjacke zu habe und meine Kapuze aufhabe, das mag der Hahn nicht so. Habe ich dann auch noch einen Regenschirm aufgeklappt, meinen großen schwarzen Regenschirm, dann werde ich von dem Hahn auf jeden Fall attackiert. Vielleicht provozieren wir das mal in einem Video. Aber jetzt wollen wir erst mal gucken, ob Eier da sind. Ja. Das ist auch wieder gut. Diese Gruppe hier besteht ja aus drei Hühnern, also drei Hennen und einem Hahn. Und das gibt ziemlich konstant drei Eier alle zwei Tage. Also an einem Tag ein Ei, am nächsten Tag zwei Eier. Das heißt, jede von den Hennen legt ein Ei alle zwei Tage. Ja, das ziemlich konstant, also alles gut. Wie geht es der Gruppe sonst so hier? Sie wechseln ja hin und wieder den Standort. Sie sind hier unter den Apfelbäumen, halten sich auch hier unter den Apfelbäumen selber auf. Jo, und irgendwie, denen geht's gut. Dem Hahn wachsen vor allen Dingen wieder alle Federn. Das finde ich besonders toll, weil der sieht natürlich auch schön aus. So richtig hinten grün, ein bisschen bläulich auslaufend. Ganz toll. Je nach Licht so ein bisschen. Schauen wir mal nach den anderen Hühnern, was die so machen. Normalerweise überfällt mich hier schon das Begrüßungskomitee. Irgendwas ist heute anders. Also irgendwas stimmt heute nicht. Normalerweise empfängt mich die schwarze Henne, das ist die Chefhenne von der Gruppe hier, empfängt mich schon weit da vorne mit zwei, drei ihrer Damen. Ja, heute ist sie irgendwie nicht aufzufinden und die ganze Gruppe ist hier irgendwo verteilt. Ach, da kommt sie. Da kommt die Madame. Na, dann wollen wir doch jetzt mal füttern. So, dann wollen wir noch mal schauen, was die zweite Truppe heute so an Eiern gelegt hat. Also, so, Donnerlütchen, das ist aber ein dickes Ei dabei. Das kriegt man gar nicht in die Packung hier, so dick ist und groß ist das. Aber irgendwie ist hier noch, das ist auch merkwürdig. Ja, verdammt großes Ei, oder? Muss aber ein ganz schön dickes Huhn sein. Das werden wir uns doch gleich drüben am Bauwagen noch mal genauer angucken.
Na, irgendwie ist hier aber heute irgendwie eine ganz komische Stimmung. Man hört kaum Umgebungsgeräusche. Das ist wie bei so einer Sonnenfinsternis. Irgendwie sind die Tiere alle ruhig. Bis auf der Hahn. Der macht ordentlich Krawall. Naja, nun haben wir ja die Eier des heutigen Tages geerntet oder eingesammelt und da auch noch mal so ein Ei dabei gehabt. Was hat denn das jetzt mit diesem Ball auf sich? Naja, also, natürlich liegen... Tumpf wie deine Outtakes, ne? Kann ich echt gut verstehen. Also natürlich hat das mit diesem Ball auch was auf sich. Ein Huhn, was Fußbälle legt, ist natürlich nicht existent. Aber der Ball liegt nun in meinem Feld. Worum geht's? Wietzendorf hat ein paar Berühmtheiten. Wir haben Künstler, wir haben Musiker, aber wir haben auch einen sehr, sehr aufstrebenden Fußballplatzmoderator, den einige von euch schon kennen. Noch nicht genug, wie ich finde, denn er ist echt ein total dufter Typ. Im Fußball extrem aktiv, nimmt auch sehr viel Videos auf, ist auch ein YouTuber hier aus Wietzendorf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Ball von ihm kommt. Und das wollen wir doch mal zum Anlass nehmen, diesen jungen Mann einzuladen. Also, ich habe hier den Ball, mein Edding. Was schreiben wir denn da mal rauf? Wir wollten ihm ja eine Nachricht hinterlassen. Hi Lemmy, so nennen wir ihn, Andreas Lemmy. Hi Lemmy. Einladung. So, einmal raufgeschrieben hier. Hi Lemmy, Einladung zum Interview beim Bienenbär. Viele Grüße. Und dann hier nochmal schön. Ich wollte immer schon mal Fußball unterschreiben. Bienenbär. So. Und den werden wir ihm jetzt mal wieder zurückkicken. Mal gucken, ob der Ball bei ihm im Garten ankommt. So ein richtig geiler Fußballer bin ich ja nicht, ne? Eieieiei. Wollen wir noch mal schauen, ob ich den ein bisschen rüber geballert kriege zum Lemmy. Also, okay, wollen wir mal sehen. Lemmy, mal gucken, ob der Ball bei dir im Garten ankommt. Ja. So, und jetzt habe ich Lemmy den Ball wieder zurückgespielt in sein Feld. Wollen wir mal gucken, ob er antwortet. Das könnt ihr sehen, wenn ihr mal auf seinen YouTube-Kanal guckt. Ich verlinke euch den unten. Kann vielleicht ein paar Tage dauern, aber ihr werdet sehen. Abonniert ihn mal, wenn ihr euch für Fußball interessiert. Denn dieser junge Mann, den werdet ihr im Fußballbereich zukünftig noch häufiger sehen. Er hat schon tolle Interviews gemacht in der Lemmys Fußballecke. Guckt euch das mal an. So, und jetzt wollen wir mal sehen, ob Lemmy antwortet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bei diesem Wüsten-Sonnentag hier, Sahara-Sonnentag. Alles ein bisschen kurios heute. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.